Ein T-Shirt mit Kürbissen und Katzen, natürlich ziehe ich das an, würde jetzt Homer Simpson sagen. Habe ich von Anker gekriegt, ich stehe auf so einen Quatsch. Danke. Heute mal was zum Thema Busse. Warum ich auf Subgruppen und Busse sehr stehe, weil das organisatorisch einfach unfassbar das Mischen erleichtert. Also erstmal vorab, was ist ein Bus oder eine Subgruppe? Dort werden Signale zusammengeführt. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt Bassdrum, Snare, Snare unten, Hi-Hat, Tom 1, 2, 3, Overheads, Raum, also Ambience und was weiß ich was alles noch. Das führst du alles zum Beispiel auf Bus 1 und 2 und dann hast du einen Stereo-Fader oder zwei Mono-Fader, wie hier zum Beispiel, und da kommt dann das gesamte Schlagzeug drauf. Oder du hast jetzt eine kleine Gitarre links, eine kleine Gitarre rechts, diverse verzerrte Gitarren links, rechts und so weiter. Die führst du alle auf Subgruppe 3 und 4 und die kommen dann alle, wie in unserem Fall, hier an. Entweder auf einem Stereokanal oder wie hier links, rechts auf zwei Kanäle und dann kann man hier noch entscheiden, wie breit die sein sollen. Und so weiter und so fort. Das erleichtert unfassbar die Arbeit, weil man natürlich in der DAW auch sonst einfach ein unfassbar unübersichtliches Mischpult hat. Also man kann in den meisten DAWs auch beispielsweise gesamte Gruppen einfach zusammenklappen. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt 12, 14, 16 Spuren Schlagzeug. Dann klappst du die einfach zusammen und hast dann nur noch ein, ja, wird dir nur noch ein Ding angezeigt. Wenn du es aufklappst, kannst du dann dennoch in die einzelnen Elemente reingehen und dort editieren oder was auch immer machen. Aber du hast einfach einen viel, viel besseren Überblick. Und ganz besonders wichtig ist das bei Backing Vocals, wenn man ganz viele Chöre hat. Also in diesem Fall zeige ich euch gleich, ist das unfassbar viel. Und wenn man dann eine Latte von, was weiß ich, 30, 50, 60, 70, 100 hat der Produzent, den ich euch gleich zeige, sehr gerne gemacht, hast du einfach überhaupt keinen Überblick mehr, wenn du nicht mit einem Bus oder mit einer Subgruppe arbeitest. Ich zeige euch das jetzt mal anhand folgenden Titels. Schlagzeug. Das Schöne ist, liegt jetzt hier analog bei uns an. Jetzt kann man hier noch ein bisschen Glanz reinmachen. Bass dazu. Keyboards. Chöre, ganz viele Spuren. Und so weiter. Das war der Flappard. Die Einzelspuren tummelten sich mal im Netz und ich habe mich da mal bedient, weil ich die Band ganz geil finde und vor allem den Producer, jetzt komme ich drauf, Matt Lange, Robert Matt Lang, den finde ich super. Er hat ganz viele Sachen gemacht, die ja, die Rockwelt essentiell geprägt haben, angefangen von AC/DC Highway to Hell, Back in Black, dieses grandiose Album von Bryan Adams, Waking Up the Neighbors, The Corrs, eins der Nickelback-Alben, ich glaube Black Horse heißt das, und. Ja, das zum Thema Gruppen, warum ich die cool finde und warum das Sinn ergibt. Bald mehr zu anderen Themen. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr von mir hören wollt oder zu was ich irgendwie was sagen oder schreiben soll, Wünsche äußern, dann gucke ich mir das mal an und vielleicht ist ja was dabei, was sich hier auch lohnt zu erklären. Okay, macht's gut. Tschüss.